Christina Schwanitz, Europameisterin, Weltmeisterin, jetzt auch Diamond League-Siegerin, Gewinnerin der Diamond Trophy. Was geht dir gerade durch den Kopf im Moment? Ja, im Moment noch ein bisschen unglaubwürdig, noch nicht so reell und freue mich auf die Siegerehrung. Was ist trotzdem bei dir aus dieser Saison im Kopf schon angekommen? Dass es eine Hammer-Saison war, dass eine richtig geile Leistung rausgekommen ist, eine beständige Leistung und dass ich sehr stolz darauf bin, nicht aufgegeben zu haben. Nicht aufgegeben, damit sprichst du sicherlich auch die gesundheitlichen Probleme auch im Winter an. Ja. Wie sehr hat dich das jetzt bestärkt, dass du wirklich auch durch diese Krise, durch dieses Tal sozusagen durchgekommen bist? Ich hatte ja schon ein paar Täler und jetzt ganz oben zu stehen ist natürlich, wird halt ein Traum war, ne? Wenn man ganz oben sein kann und das so beständig. Wir haben jetzt so fast 4 Monate lang Saison und trotzdem jedes Mal wieder über 20 Meter oder mit einem mindestens halben Meter Abstand gewonnen oder eben nur 7 Zentimeter, aber das kann es halt ausmachen. Würdest du denn sagen, es braucht gerade diese Täler, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist? Wer nicht verlieren kann, kann nicht gewinnen. Und nur durch ein Verlieren kann man lernen und zu gewinnen. Und wenn man fair verlieren kann, dann kann man auch fair gewinnen. Und das ist ganz wichtig. Jetzt hast du gerade den 5. Diamond League Sieg bei einem Meeting, Diamond League Meeting nacheinander gesichert. Wird dir da nicht langweilig? Nein. Im Gegenteil, ich habe es eigentlich gerne, wenn so große Wettkämpfe sind. Heute hat leider die Stimmung nicht ganz so gepasst, aber das ist eben dem Wetter geschuldet und auch dem Zeitplan. Aber ansonsten ist es schon schön, das sind ja nicht alle Wettkämpfe, die so glatt wie heute laufen. So soll es auch sein, sonst wäre es ja tatsächlich ein bisschen langweilig. Jetzt wünschst du dir, dass eben in der nächsten Saison auch die Valerie wieder zurückkommt und dir ein bisschen Konkurrenz macht? Ja, auf jeden Fall, dass Valerie wieder zurückkommt, denn es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres für einen Sportler, als von einem Arzt gesagt zu kriegen, du musst aufhören mit dem Sport. Und darum wünsche ich ihr das, dass sie zurückkommen kann. Dass sie jetzt unbedingt die direkte Konkurrenz werden muss, weiß ich nicht, ob das ehrlich wäre. Aber naja, wer möchte denn seine Konkurrenz verletzt ausscheiden sehen und nicht geschlagen haben im ehrlichen Wettkampf? Jetzt muss man natürlich auch sagen, wie gesagt, Europameisterin, Weltmeisterin, Diamond Trophy Gewinnerin, der Olympiasieg. Muss jetzt her, oder? Naja, erstmal gesund über den Winter kommen, dann mal gucken, wie die nächste Saison so, wie ich so reinkomme, wie der Winter so verläuft, ob wir überhaupt eine Hallensaison machen oder ob wir uns voll in den Sommer konzentrieren. Das müssen wir mal gucken und dann mal schauen, was so, ja, wie einfach die Leistungen sind und das gesunde, das Körpergefühl und Bewusstsein und Gesundheit. Vor allem gesund bleiben, das ist das Motto. Der Rest kommt dann von selber. In diesem Sinne, Christina. Dankeschön. Noch feiern auch schön die Diamond Trophy und alles Gute. Dankeschön. Danke.